Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video bei Pack Fanatic und es geht weiter hier mit der UEFA Euro 2024 Serie. Wie ihr sehen könnt, vielleicht auch schon auf den ersten Blick, haben wir hier 15 Stickertütchen, denn wir versuchen in dieser Folge mal zu schauen, wie viel Parallel Sticker wir aus 15 Tütchen ziehen werden. Parallel Sticker, was ist das? Ich zeige es euch, ich zeige euch einfach mal meine Sammlung. Also wir haben hier einmal diese Euroborder, die gibt es aber nur in der Mega Eco Box, deswegen fallen die raus. Dann gibt es hier solche Parallel mit so einem Tops Shipwing an der Seite, sieht man das hier, wo das Tops Logo ist, genau. Und dann gibt es halt noch die Purple, davon habe ich auch schon ein paar gezogen. Aber es soll auch noch anstelle des Lilas grüne, blaue geben und ja, mit, sieht das nicht fresh aus? Nur so nebenbei. Grüne, blaue und auch schwarze, die nummeriert sind zu 24 und goldene, die 1 zu 1 sind. Also die schwarzen und die goldenen kann man eigentlich vergessen, dass man die bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher so, ja, wahrscheinlich wird man eher Lotto-Millionär, als dass man einen zieht. Aber diese grünen und blauen würde ich gerne endlich mal ziehen. Und wir gucken jetzt einfach, wir zählen einfach alle mit. Ja, in jedem Video ziehe ich diesen Jule Brandt. Also ganz ehrlich, Jule, falls du das hier Video irgendwie durch Zufall mal siehst, du weißt, was das bedeutet. Wir müssen uns mal treffen. Das Schicksal will es so. Ne? Dann sollten wir hier eine Runde Fortnite zocken oder so. Man weiß es nicht. Ciro Immobile haben wir noch. Also wir suchen die Purple. Die sind in der Regel auf den Shiny-Sticker. Gehen natürlich hier trotzdem alle durch. Ja, zwischendurch hat man, glaube ich, auch sogar mal zwei Shiny-Sticker in einem Tüchchen. Aber normalerweise ist es der obere, so wie hier. Und hier haben wir auch schon die Nummer 1. Mateo Kovacic. Jetzt mittlerweile ja Manchester City, war ja mal bei Chelsea, aber ist da auch, glaube ich, auch eher nur so eine Art Einwechselspielerrolle drin. Oh, Leroy Sané mit einem wunderschönes Tor gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale, den nimmt man gerne mit. Und Ibrahima Konaté von Frankreich. Achso, könnt ihr gerne mal reinschreiben, jetzt ist schon zu spät, jetzt ist schon der erste da. Deswegen habe ich eigentlich, deswegen habe ich auch hier drei Stapel gemacht, um zu fragen, wo denkt ihr, sind die meisten Parallels? 1, 2 oder 3, aber ja. Ja, eigentlich verkackt, ne? Weil jetzt haben wir ja schon einen. Okay, jetzt könnt ihr nur noch schreiben. Denkt ihr, in 1 und 3 ist mehr als in 2 oder nicht? Ja. Naja, ihr könnt trotzdem gerne mal was reinschreiben, wenn ihr wollt, was ihr sagt, ne, hier in 1 und 3 wird noch mehr kommen. Man weiß es natürlich nicht. Man weiß es nicht. Genauso wenig wie man die Stadt hier weiß. Es ist Belgien, natürlich. Habe ich fast sofort erkannt. Und Sasa oder Sascha Kalajdzic von Austria. Ich weiß gar nicht mehr, wo der spielt. Auch eigentlich so einen guten Weg gemacht, aber dann nach England gewechselt und dann irgendwie gefühlt untergetaucht. Ich glaube, gab es ja mal ein Gespräch, dass er auch wieder zurück nach Stuttgart soll oder so. Aber seitdem irgendwie gefühlt auch nichts mehr von dem Jungen gehört. Cole Palmer. Den würde ich auch gerne als Parallel ziehen. Da sehe ich mich drinne. Dann haben wir hier das Stadion von Düsseldorf. In dieser Comic-Variante. Und das letzte Booster von dem oberen Stapel. Bislang sind wir bei einem Parallel. Ist hier noch einer drinne? Nein, es ist Estonia. Zum Glück ist es kein Parallel. Denn Estonia Parallel, wie ihr gerade eben gesehen habt, habe ich nämlich schon. Eine gute Harry Maguire. Oh mein Gott, guck, der grimmig. Hat wohl wieder ein bisschen Twitter aufgemacht und seinen Namen gegoogelt. Ja, da läuft es nicht immer gut für ihn. Okay, nächster Stapel. Gehen wir jetzt bei 3 rein. Gucken, ob wir hier noch ein Parallel ziehen. 15, ganz ehrlich, bei 15 Stück könnte man eigentlich schon so 3 Parallel wäre schon in Ordnung. Ich glaube aber, die Zahl ist eigentlich jedes 10. Pack so ein Parallel. Ja, dann würden wir hier vielleicht eineinhalb ziehen. Oh, aber jetzt haben wir hier einen. Rico Lewis in dieser Tops-Variante. Sehr, sehr nice. Nehmen wir mit den Player to Watch. Ganz ehrlich, ich habe gar nicht auf dem Schirm unter dem den Boy. Aber so ist das. Muss ich mich reinlesen. Und oh, Legend Luis Figo ist hier mit dabei. Als Leck 7. Ah, El Matador. Sehr, sehr schön. Den packe ich auch mal zur Seite. Einfach nur so, weil es Luis Figo ist. Aber gut zu wissen. Wir haben schon mal den ersten Parallel aus dem Haufen hier. Und, nee, hier ist leider keiner. Mal gucken. Auf jeden Fall steht es jetzt hier auf der Seite 1 zu 1. Oder vielleicht jetzt doch in jedem fünften Pack ein Parallel. Könnt ihr gerne reinschreiben, wie es bei euch so aussieht.
Wie oft zieht ihr ein Pearl aus wie vielen Packs so durchschnittlich? Sagen wir hier Island, das Logo von Island, aber normal. Oh, Mario Götze als Deutschland. Ja, hier, deutscher Spieler. Das haben wir im letzten Video mal gehuntet, wie viele deutsche Spieler wir aus 10 Packs bekommen. Da haben wir auch ein paar Parallels gezogen. Wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne das Video anschauen. Das ist das letzte Video hier im Kanal. Oder was vor diesem Video sozusagen. Und im letzten Stickertütchen ist es Stunchu, aber ganz normal, Glitzer, kein Pearl. Aber dafür hier Legend. Legend Fernando Torres. Das hätte man natürlich auch machen können. Wie viele Legend-Karten? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Soll man sowas auch mal machen? Oder hier einfach mal, wie viele Player to Watch Spiele aus X-Päckchen. Ja, gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet. Wie ihr das interessant findet. Ich finde das eigentlich ganz cool. So eine kleine Challenge beim Öffnen. Hat man neben, so, da sind wir wieder zurück. Hat man neben dem Öffnen auch noch ein bisschen Spaß dabei, indem man auch noch eine kleine Challenge hier absolviert. Okay, Stapel Nummer 1. Mal gucken, wie viele wir hier rausbekommen, wie viele Parallel. Wir haben bislang noch keinen. Krejci und Lewandowski und Markus Pum. Weiß es nicht. Jetzt ein Pearl. Oh nein, aber es ist eine Legend, aber die habe ich leider schon. Zinedine Zidane. Haben wir jetzt doppelt, aber Legends sind hier auf einmal hier richtig viele drin. Ja. So ist das. Und Nicolas Seiwald habe ich auch schon doppelt. Ja, das Album füllt sich langsam. Da müsste ich eigentlich auch mal so ein kleines Video machen. Und währenddessen kommt der Ousmane Dembélé. Gestern noch Champions League gespielt gegen Borussia Dortmund und schön einen auf den Hintern bekommen. So muss das mit 1:0 nach Hause geschickt, die Pariser. Aber ganz ehrlich, der Paul ist sehr, sehr stark. Gefällt mir mega. Sieht auch geil aus irgendwie. Haben wir schon mal den ersten vom ersten Stapel. Haben noch eine Chance. Vielleicht geht er vorbei. Aber vielleicht ist es wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, jedes fünfte Päckchen gibt es im Pöbel. Wir werden es jetzt sehen. Ja, ich würde vorschlagen, wir lassen uns mal nicht spoilern, sondern machen die Spannung hier ganz groß und packen den mal nach hinten. Und dann gucken wir. Ousouni. Oh, noch ein Deutscher. Niklas Süle. Haben wir hier Okun Kukcu. Oh, Leipziger Stadion. Na, aber da werden wir schon gespoilert ein wenig. Nämlich España, aber mit dem normalen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 3 Parallel aus 15 Booster. Das heißt, in jedem fünften Pack haben wir sozusagen eine Parallel gezogen. Ist stabil, nehmen wir mit. Und ja, am Ende hat auch kein Haufen gewonnen. Von daher war komplett richtig von mir, da hier jetzt nicht zu fragen, wo die meisten drin sind, weil ich natürlich vorher erfahren habe, wusste, in jedem Haufen sind gleich viele. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Vielleicht als nächstes Video ein kurzer Blick auf die Sammlung. Was haltet ihr davon? Gerne in die Kommentare. Bis dahin und tschüss!